Herzlich willkommen bei Wein am Limit, liebe Walliner, und schön, dass ihr wieder dabei seid zu mehr Spaß im Glas mit zwei jungen deutschen Winzern. Jungwinzer möchte ich hier vermeiden an der Stelle. Ihr seid beide über 25. Ganz rechts außen Stefan Bietighäufer aus der Pfalz und neben mir Andi Schneider von der Nahe. Ich habe die beiden deswegen eingeladen, sie sind gerade in Hamburg und ich habe gesagt, Jungs, ihr habt beide fantastische Kollektionen, die ich gestern auf der Generation Riesling in Hamburg verkosten durfte. Und ich habe gedacht, ich lade euch jetzt hier mal ein und möchte mit euch mal ein bisschen quatschen über eure Motivation. Jungwinzer ist ja wirklich das falsche Wort, aber es gibt ja doch jetzt so ein bisschen neue Generation in Deutschland, zu der kann man euch zählen. Ich denke, von beiden, bin ich mir ziemlich sicher, Leute, werden wir noch viel lesen. Du bist schon lange schon kein unbeschriebenes Blatt mehr. Stuart Piggott, Gumiho etc. Stefan, auch du hast schon deinen ersten Meriten bekommen, ne? Also ja. Mit anderen Worten, was motiviert euch denn, Jungs, überhaupt im Weinbau zu arbeiten? Schöne Weine zu machen. Schöne Weine? Was sind denn schöne Weine? Schöne Weine sind für mich schlanke Weine mit einem schönen Trinkfluss, aber keine primärfruchtigen Weine. Also was? Oh, jetzt hast du aber ganz viel erzählt. Trinkfluss ist, wenn man eine Flasche alleine trinken kann? So, genau. Also, okay. Hier ist auch zwei, ne? Ja. Was macht denn ein Wein mit Trinkfluss aus? Das würde mich interessieren. Ein Wein mit Trinkfluss macht für mich aus. Es darf niemals ein sehr leichter, gerbstoffreicher Wein sein, sondern das muss immer gut verpackt sein. Zum Beispiel jetzt hier bei Sauvignon. Ich mag Sauvignon unheimlich vom Holz geprägt, also mit dem Trinkfluss, mit Länge, mit Fülle, mit Körper. Nicht so eine primärfruchtigen. Primärfrucht heißt nur wirklich Aromen von der Fermentation, genau. Und von der Rebe herkommt. Ja. Jetzt muss ich mal fragen, du bist in der Pfalz, du bist in der Südpfalz. Das war ja lange Zeit das Niemandsland in der Pfalz, ist aber heute ein ganz innovativer Pool. Du profitierst sicherlich ein bisschen davon, dass da einige Kollegen wie Werheim und wie Rebholz gute Arbeit gemacht haben. Jetzt, wenn man die fünf Freunde ansprechen möchte, ist es so, die haben schon Pionierarbeit geleistet in der Pfalz. Das muss man schon ganz klar sagen. Und die jungen Winzer profitieren ganz klar von denen, wovon in der Spitze stehen. Und ist schön, sowas zu probieren und sich dann irgendwo mit seinen eigenen Weinen daran messen zu wollen. Womit beschäftigst du dich denn jetzt in erster Linie? Mit Riesling, mit Burgundersorten, die Pfalz, die Südpfalz, ist ein bisschen wärmeres Klima, es ist ein bisschen flacher, das sieht bei dir ein bisschen anders aus, da kommen wir gleich dazu, Andi. Aber bei uns sind schon ganz klar die Burgunder im Vordergrund, ob Weiß oder Rote Burgunder oder dann eben auch die Geschichte mit Sauvignon Blanc. Was bei uns im Weingut immer mehr an Flächeanteil einnimmt. Und vor allen Dingen die Sache mit Sauvignon Blanc im Holz. Da machen wir gleich, da kommen wir ganz kurz dazu. Jetzt möchte ich aber ganz kurz noch den anderen Gast vorstellen. Andi Schneider, du kommst von der Nahe, Bad Sobernheim. Das ist so ziemlich so am Arsch der Nahe. Ihr seid ziemlich das weit. Das hatte ich gestern schon mal. Ihr seid ziemlich weit hinten drin, seid ihr. Du bist ein Rieslingbetrieb. Bei euch gibt es, glaube ich, 70% Riesling im Betrieb und 70% Steillage, irgendwie sowas. Genau, 70% Steillage. Riesling ist noch nicht ganz bei 70%, wobei ich das nach und nach eigentlich noch hochfahren will. Das sind noch so ein bisschen die Nachwehen aus 70er Jahre und das geht auch nicht so schnell im Weinbau, paar Rebsorten, die da noch in ganz guten Lagen stehen, die dann jetzt nach und nach. Du bist jetzt seit 2008, glaube ich, wieder im Betrieb zurück, glaube ich. Genau, 2007 war so der erste Jahrgang nach dem Studium, wo ich dann wieder komplett zu Hause war. Du bist auch ein bisschen gereist. Ich glaube, du hast gearbeitet in der Pfalz viel, ne? Bei Darting, Deinhard. Du hast unter anderem auch in Neuseeland gearbeitet. In Hessen um die Ecke und Rheinhessen im Ausland. Die Nahe vielleicht noch ein paar kurze Worte. Kleines Anbaugebiet, lange Zeit ein gesichtsloses Anbaugebiet. Richtig. Heute die Pfalz ist ein etabliertes Anbaugebiet. Die Nahe ist dabei, sich weiterhin zu etablieren, muss ich sagen. Ich denke auch gerade im Riesling-Bereich, ob jetzt trocken oder auch mit Restsüße, hat die Nahe ja in den letzten Jahren schon richtig von sich reden gemacht. Das ist so ein bisschen, weil das Anbaugebiet noch nicht so eine lange Historie hat, also beziehungsweise schon eine lange Historie hat, aber früher der Wein als Reinwein verkauft wurde. Oder fassweise verkauft wurde. Und erst im Prinzip ab 71 so die Grenzen des Anbaugebietes gezogen wurden und dann auch nah auf die Flasche kam. Also wenn man das vielleicht so sagen darf, von Stefan heute, das ist wahrscheinlich wärmer, ein bisschen fülliger vom Stil, deswegen Burgundersorten. Bei euch ist es ein bisschen kühler und auch da sehr spätreifend dann eben, viel Steillage, so ein bisschen Rheingau, bisschen Mosel, bisschen Rheinhessen, so von allem etwas und trotzdem eben nah, weil doch
doch so eine Leichtigkeit und Frische immer in den Weinen ist. Genau, also es ist schon eine Eigenständigkeit an der Nahe, was auch so ein bisschen das Besondere ist, ist so die große Bodenvielfalt, die wir haben. Mhm. Und da ist halt gerade auch Riesling ein super Thema, weil der Riesling das schon einfach toll transportiert. Und, Bevor wir jetzt zu viel Marketing machen hier, Leute, was mich jetzt aber nochmal interessiert, wie seht ihr das denn als junge Winzer? Ist es wirklich so, dass der deutsche Wein allgemein besser geworden ist oder dass es weiterhin nur eine kleine Handvoll Leute ist oder mehrere Hände voll Leute, die gute Weine machen und der Rest weiterhin in der Masse irgendwo verschwindet? Was ja nicht schlimm ist, aber was vielleicht nicht euer Bericht ist. Gibt es wirklich ein deutsches Weinwunder oder nicht? Das würde mich interessieren von euch beiden. Also ich glaube schon, dass es so ist, weil vor 10, 15 Jahren waren es eben die etablierten Betriebe in der Pfalz, ich spreche jetzt gerade von der Pfalz, die ganz stark nach vorne gestiegen sind mit Weinqualitäten und sehr gute Weine vorangebracht haben. Und die junge Generation aus der Pfalz, wo in die Weingüter einsteigt, die messen sich natürlich auch an den Betrieben oder wollen dahin. Und darum denke ich, dass schon da ein sehr, sehr starker Umbruch in der Pfalz da ist. Also das mehr bessere Qualität. Wir kommen jetzt auch mal zu deinem Wein. Fangen wir mal an. Leute, das ist 2012 Sauvignon Blanc GR. Was heißt das? 2013, verzeihen. Ja, oh, 2013, habe ich verlesen. GR, was ist denn GR? Ist Grand Reserve. Und Grand zwar, wir bauen die Grand Reserve-Variante von, das sind 5 Weine insgesamt, alle in großen 500 Liter Tonneau aus. Spontan vergoren, das ist mir ganz wichtig bei diesen Weinen, um einfach nur eine Vielfalt in die Weine reinzubekommen. Man muss dazu noch kurz erzählen vom Boden. Also wir haben hier in Mühlhofen, wo ich herkomme, eigentlich mehr so der Ackerboden, das heißt das Lehm. Es ist einfach so und darum müssen wir eben ein bisschen mit Spontangärung und Holzeinsatz spielen, um dann eine Vielfalt auch in die Weine reinzubekommen. Okay, das heißt also, der Wein an sich hätte jetzt wahrscheinlich eher, sag mal, etwas einfacher gestrickt. Das ist jetzt nicht Kalkboden, nicht Steillage, ja. Aber du kannst es eben in der Vinifikation... Spontangärung bringt natürlich viele eigene Noten mit sich. Wer nicht weiß, was Spontangärung ist, das ist... Die Hefen aus dem eigenen Weinberg. Ja, erzähle ich immer ganz, ganz gern dazu. Und die produzieren wirklich das, was man Terroir nennt. Ne? Das kann man mit den gezüchteten Hefen nicht in der Form erreichen. Genau. Okay. Sauvignon Blanc, keine Tradition in Deutschland. Das gibt es seit 10, 15 Jahren. Ist ein Phänomen, ist voll auf dem Vormarsch. Leute, wir probieren mal diesen Wein gemeinsam. Farbe finde ich schon mal sehr eindrucksvoll. Ne? Der hat ja so ein... Ist der unfiltriert, der Wein? Ist unfiltriert. Ja, das finde ich, sieht man, ne? Oder? Der ist zwar eine Brillanz drin, aber auch so eine gewisse Wolkigkeit. Viel grüne Reflexe, also super jung. Ich finde die Aromatik wirklich bezaubernd, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen, haben wir den Wein ja schon mal verkostet. Mich erinnert ein ganz bisschen... Auch an Neuseeland, weil er so eine schöne frische Fruchtigkeit hat. Aber du hast auch gesagt, du willst ein bisschen mehr Richtung Loire, du willst mehr diese Normalität. Genau. Ja. Sehr schön, sehr pur. Die Anfänge von Sauvignon Blanc in Deutschland waren ja eher gruselig. Also bis auf einige Winzer in Württemberg gab es wenig Lichtblicke. Da hat sich viel getan. Wie alt sind die Reben hier? Die Reben sind 11 Jahre. Jetzt mittlerweile sind 3 verschiedene Klonen und ich glaube, das macht auch aus bei Sauvignon Blanc, dass man wirklich ein vernünftiges Klonmaterial bekommt für Sauvignon Blanc, um eine wirklich ausdrucksstarkes Aromaprofil zu bekommen. Hast du Sauvignon Blanc bei dir, Mambo? Wir haben auch ein bisschen Sauvignon, experimentieren da auch ein bisschen mit rum, auch auf einen meiner Praxisaufenthalte in Neuseeland bin ich da auch so ein bisschen in Berührung gekommen und habe dann 2004 angefangen, Sauvignon ein bisschen zu pflanzen, wobei das einfach auch so eine kleine Nische bei uns ist, aber passt halt auch so ganz gut in unser etwas kühleres Klima rein, die Mineralität von den steinigen Böden, und das ist eine sehr spannende Sache und ist im Moment sehr, sehr gefragt. Ich finde ihn super spannend, er geht weg von vielem, was ich kenne aus Deutschland, das ist auch durchaus ein bisschen internationale Stilistik. Aber woher soll auch hier eine eigene Stilistik kommen? Ne? Weil es gibt ja keinen deutschen Sauvignon Blanc. Muss man sich erstmal erarbeiten. Ich finde aber, das Ergebnis ist grandios, weil diese fantastische Säure, schön trocken, der Wein ist richtig so eine vibrierende Frische und nicht das, was viele Sauvignons haben, dieses zu pflanzliche, zu grüne. Das ist eher ein reifes Spektrum, exotisches Spektrum, wunderschöner Wein, Leute. Das ist geiler Sauvignon. Bei mir gibt es auch Punkte. Nicht wie bei Gumillot, es ist aber nur immer so eine spontane Geschichte, aber es ist für mich ein Wein mit 5 Soulpunkten, knapp bei 5 Soulpunkten, das ist vielen Dank. Sehr, sehr gut, finde ich ziemlich geil, aber deswegen habe ich hier reingeladen. Ich wusste ja, dass ich viele Punkte gebe. Nein, aber ich glaube, das ist wirklich mit einer der top deutschen Sauvignon Blancs, die ich zurzeit kenne.
Da gibt's, ich würde sagen, es gibt eine Top 100 vielleicht. Da ist er drunter, welchen Platz er hat. Ich mache mir nicht so viel aus einer Top 3, Top 2, Top 1. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Sauvignon. Und das ist einer von den top-deutschen Sauvignons. Und ich finde, das reicht eigentlich als Aussage. Super. Toll gemacht, sehr schön. Irgendwie so eine Mischung aus Neuseeland und Loire, finde ich. Genau. Und dann aber doch Bietighöfer. Deutschland, Pfalz. Ja. Wie viele Flaschen? 1600. Das ist ja für den Eigenverbrauch gerade genug. Genau, das ist was kostet der Stoff? 13,90 Endverbraucher. Das ist natürlich super. Also Sancerre in vergleichbarer Qualität kostet 18 Euro, muss man auch mal dazu sagen. Ja? Dann muss ich sagen, sind wir schon angekommen. So, dann machen wir mal weiter. Ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt kommen wir in eine ganz andere, Richtung. Jetzt kommen wir in die Riesling-Richtung. Jetzt kommen wir weg von der Aromarebsorte Sauvignon. Wobei Riesling hat natürlich auch Aroma, aber Sauvignon ist doch ein bisschen... Also lauter. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu deiner Philosophie an. Erzähl mal ein bisschen, ich habe das probieren dürfen. Du hast ja ein Sortiment, was original bodengetreu ist. Also wirklich, bei dir ist jeder Wein irgendwie, wirkt sehr stark nach dem Boden, wo er herkommt, sehr, sehr unterschiedlich. Genau, das ist so ein bisschen eigentlich der Kern unserer Weingutsphilosophie. Trockene Rieslinge von den unterschiedlichen Böden, unterschiedlichen Lagen zu produzieren. Es geht im Prinzip los mit einem Gutswein, der so ein bisschen der Querschnitt unserer Weinbergsböden ist. Ich mache mal ganz kurz einmal 2013 Domberg Riesling, Karl-Heinz Schneider. Genau. Und ja, also wir haben da im Prinzip von Rotliegendem über Schiefer-Quarzit-Sachen, über Vulkangestein, über Ecken, wo wir mehr roten Lehm haben, wo wir weniger roten Lehm haben, und der Riesling springt da unheimlich drauf an. Und du gehst natürlich ganz klar auf die Vielfalt, die Bodenvielfalt an der Nahe ein, die gibt es genau, ja. Ne? Genau, also, die ist da, die ist gegeben, und ja, klar, das ist halt das, was da ist, und dann plus die eigene Handschrift, die eigene Idee so ein bisschen dahinter, und ja, dann soll das nach Möglichkeiten unverwechselbarer Riesling sein. Bringen solche Sachen wie Stuart Piggott und wenn man dann im Gourmillot ausgezeichnet wird und so, bringt das was auch fürs Prestige? Ist das auch der Ansporn oder ist der Ansporn auch einfach, kommt aus sich selbst heraus? Also in erster Linie möchte man geilen Wein machen, geilen Riesling machen, und natürlich ist es schön, wenn man Feedback bekommt, wenn das gewürdigt wird oder Leute sagen, hey, das ist cool und macht Spaß. Und, also dafür hast du das gemacht. Klar ist das auch. Ne? Nee, okay. Aber das ist natürlich, ja. Ja, aber das finde ich schon enorm. Du bist ja nach sehr kurzer Zeit schnell auf den Radarschirm gekommen. Ich muss auch sagen, deine Kollektion gestern fand ich 1A. Ich bin mal gespannt, wo es mit dir noch hingeht. Also mit beiden. Ihm für Riesling. Bei dir ganz klar mit vor allen Dingen Holz bei dir. Die Filigranität, wie du das einsetzt und so, hat mir extrem gut gefallen. Und bei dir eben dieser Purismus. Ne? Also auch in den Weinen. So, lass uns mal probieren, oder? Ja. Das haben wir Domberg. Das ist eine Lage, die gar nicht so bekannt ist, aber das ist deine. Das ist eine unserer zwei Lagen in Soberheim. Ist so ein bisschen meine Lieblingslage, weil sie so ein bisschen vom Boden her halt relativ extrem ist. Wir haben dort nur eine sehr geringe Bodenauflage und dann kommt ab 60, 80 Zentimeter kommt da so ein Schiefer-Quarzit-Konglomerat und ist halt immer ein sehr, sehr schlanker, sehr straffer, sehr geradliniger Wein, der bei hinten raus halt richtig diese Mineralität einfach hat. Und klar, auf dem Standort gibt es immer kleine Erträge, es sind immer kleinbärige Trauben. Wir lesen das eigentlich immer erst im November, nachdem wir natürlich ein, zweimal vorher schon ausgelesen haben. Und ja, das wird dann im großen Holz, also auch Holzfass, aber kein Barrique. Das sind die alten Stück- und Halbstückfässer noch vom Opa. Und, auch super, wenn man sowas hat in der Familie, das kann man nicht kaufen. Genau. Deine Einschätzung? So, scheiß Technik. Chip alle, aber wir machen weiter. Ja, wir waren dabei stehen geblieben, Stefan, dass ich möchte, dass du den Wein vom Andi beschreibst. Okay, mach. Dich habe ich gar nicht gefragt, wie du was zu sein warst. Das würde mich nochmal interessieren. Also, wie viele Strohpunkte? Aber hier auch sind wir, finde ich, ganz klar. Es ist großer deutscher Riesling, extrem filigran. Ich finde es fantastisch. Der Wein hat für mich irgendwie, der hat so eine unglaubliche Mineralität und so, der hat viele Ecken und Kanten, aber der kennt kein Pardon. Der ist so ganz geradlinig. So sehr strange. Ja. Das ist eine strange Geschichte. Super, super feiner Wein. Dieses Jahr 2013 wird ja viel drüber geredet wieder. Da überschlagen sich dann ja immer gleich. Geht es euch als Winzer? Da wird ja jedes Mal schon früh immer abgestraft oder in den Himmel gehoben. Ist aber, finde ich, eigentlich unseriös, ganz ehrlich. Oder? Ja, also es ist viel, viel zu früh natürlich immer. Ich muss schon sagen, also 2013 war auch wirklich ein extremer Herbst. Die Witterbedingungen, ich denke, bei euch war es ähnlich. Ja, wir hatten im Oktober um die 100 Liter Niederschlag. Es war nass und feucht, teilweise auch zu warm dabei, und man musste halt sehr, sehr penibel arbeiten, viel selektieren, auch viel verwerfen, und das, was jetzt aber rausgekommen ist, das ist halt
ist halt richtig gut. Ich finde, der Wein ist auch schon in einer sehr, sehr guten Phase gerade wahrscheinlich zurzeit. So ein bisschen ähnlich wie bei deinem Sauvignon, die ganz früh abgefüllten häufig ist so viel noch von Füllaroma, sage ich mal, da. Ne? Ja. Das verschließt sich vielleicht mal, aber zurzeit sind die beide Weine, finde ich, sehr schön da. Ja. Und der Domberg kann erfahrungsgemäß auch sehr gut reifen. Also jetzt auch so Sachen aus 8 oder so, das ist schon, macht dann auch richtig Spaß. Also das ist schon auch haltbar. Was ich hier eben gut finde, das ist wirklich für mich Riesling, weil er weniger die Rebsorte im Vordergrund hat, sondern mehr die Herkunft. Ne? Kannst du solche Weine bei dir machen? Nee. Aber. Nee, kann ich nicht. Geht nicht. Willst du auch gar nicht? Will ich auch gar nicht. Wir können an der Stilistik eben ein bisschen anders an Riesling dran gehen. Also das heißt, bei uns sind sie immer etwas fruchtiger. Dann kann man ein bisschen mit Holz wieder arbeiten. Eben auch mit der spontanen Gärung. Dann wird es schon auch etwas schlanker. Aber normalerweise vom Lösslehm, die Rieslinge sind schon eher die kräftigen und die blumigen Typen. Und darum ist es auch schön, dass es so viele Variationen im Riesling gibt. Ja, das gleiche ist bei Sauvignon Blanc ebenfalls. Kannst du sonst Sauvignon Blanc bei dir erzeugen? Bei uns ist das kühler, dann auch kühler, schlanker. Aber ich finde auch, man muss halt gucken, was ist da, ja, wie sind die Böden, wie ist das Klima und muss sich da ja ein bisschen anpassen. Nicht versuchen, da dann einen Stil dann wieder irgendwo rüber zu kopieren, sondern halt das machen, was vorgegeben ist. Preis hiervon ist? Das ist so 15 Euro. 15 Euro, ja. So dann auch hier 5 Soulpunkte, Leute. Und das ist eigentlich genau das Spannende, das finde ich bei beiden von euch spannend. Ihr seid vielleicht noch nicht so berühmt wie andere deutsche Winzerkollegen, die aber auch eine Generation vor euch angefangen haben oder vielleicht sogar schon zwei. Und das ist eigentlich das Spannende an deutschen Wein, Leute. Das ist zumindest meine Einschätzung jetzt gerade mit der Generation, die bei euch kommt. Ihr seid, was den Preis angeht, noch moderat müsst ihr sein, weil ihr müsst erstmal euren Markt machen. Das ist für uns als Verbraucher gut und wir kriegen ziemlich geile Weine. Da macht es wirklich Spaß zu schauen. Und deswegen bleibe ich da auch ein bisschen bei meiner ursprünglichen Meinung, dass man mal links und rechts mal weggehen soll von den Namen, die man vielleicht kennt. Nicht, weil ich die Herrschaften nicht schätze, sondern weil ich denke, dass wir Vielfalt brauchen, dass wir viele gute Weine brauchen, dass jeder auch seine Chance verdient, wenn er so geile Arbeit abliefert wie ihr beide. Deswegen wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, vielen Dank. Habt ihr vielleicht eine Frage an die Valinor? Der Chip ist nämlich gleich wieder alle, dann schnell. Stefan? Eine Frage, ja, mich würde interessieren, wie stark wird Holz bei Sauvignon nachgefragt? Oder eher die grüne Stilistik. Oder ist euch das egal? Könnte ja auch sein. Andi, hast du eine Frage? Ja, für mich ist die Frage so, wie so das Thema eher so diese Herkunftsaromen, so ein bisschen das wildere, ursprüngliche gefragt ist oder so mehr so diese Fruchtgeschichte, wie das so ankommt.